Jo, meine Freunde, was geht ab und herzliches Willkommen. Na, jo Leute, was geht? Und wir müssen auf jeden Fall über das gestrige Rennen reden in Silverstone und es gab viel Diskussionsstoff. Wir fangen natürlich wieder wie immer von ganz vorne an. Wenn ihr Meinungen und so weiter habt, schreibt die unbedingt gerne in die Kommentare, abonniert den Channel gern kostenlos. Und auf TikTok werden wir auch in Szenen über die alle Reden eingehen und auch Recap und Notenvergabe. Also wenn ihr eine kürzere Form habt, schaut gerne auf TikTok und auf Instagram vorbei. Links sind wir mal alle unten in der Bio und los geht's. Wir fangen mal beim Start an, Picks wie immer natürlich hier. Für mich hat es ausgesehen, als ob Hamilton einen besseren Start hatte, aber ich glaube, Verstappen hatte 4,6 auf 200 und Hamilton 4,7 auf 200. Aber es war auf jeden Fall sehr knapp, die gingen fast nebeneinander in diese schnelle Kurve 1 rein und man hat dann schon gemerkt, dass auf jeden Fall Pfeffer dahinter. Hamilton will natürlich sein Heimkompri gewinnen, aber es kam natürlich, es war ein guter Start. Von beiden, Verstappen fast neben der Strecke, aber noch gerade so mit einem Reifen in den Track Limits, also eigentlich fast perfekt. Dann ging sie auch nebeneinander in Kurve 4, 5 Ross, Hamilton war auf der, ich glaube das ist die Hangar Straight oder Wellington Straight, irgendwas von beiden, auf dieser Geraden halt. Natürlich ganz, ganz nah dran, ist er noch rausgezogen, hat sich für Austin entschieden, hat nicht ganz gereicht, musste dann zurückstecken, weil auch Verstappen weltmeisterlich verteidigt hat. Wir gehen ein bisschen weiter nach hinten beim Start, bevor wir zum Worst Case des gestrigen Rennens kommen. Bottas, mega schlechten Start, hat gesagt, er hatte Wheel Spin und deswegen ist er auch nicht vom Platz gekommen, ähnlich wie im Sprintrennen. Was soll ich sagen, dahinter natürlich ist dann Norris an ihm vorbeigezogen, konnte aber noch vor Sainz und, nicht Sainz, Leclerc ist vorbeigezogen und auch Norris ist vorbeigezogen, den konnte er sich aber dann noch schnappen, nein, konnte er sich nicht schnappen, Blödsinn, nein, selbst Norris ist auch vorn geblieben, also der hat da ordentlich beim Start verloren. Und auch, ist auch wichtig, dass man weiß, dass Leclerc auf den dritten Platz davor gekommen ist. Für die nächsten Geschehnisse. Alonso auch ein mega schlechter Start. Hat man auch stehen, der ist fast gestanden beim Start. Auch Tsunoda mega schlechter Start. Die haben da teilweise viele Plätze verloren. Dann ging es ab. Also von Kurve 4, 5, dann die Hangar Straight 6, 7. Und aus der 7er Kurve, aus der ehemaligen Boxengasse, ging es dann in Cobb's Corner. Einer der berühmt-berüchtigsten Kurven auf der Strecke. Und ja, Hamilton hat Austin angetäuscht, innen reingezogen und ja, dann kam halt so die Frage, wer ist schuld? Also es ist auf jeden Fall, die Stewards haben rückwirkend dann später Hamilton eine 10-Sekunden-Strafe dafür gegeben und haben gesagt, irgendwie auf den Scheitelpunkt hatte nicht ganz erwischt und dann konnte man nicht mehr richtig in die Kurve einlenken. Trotzdem frage ich mich, ist es Hamiltons oder Verstappen schuld? Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr findet. Ich finde auf jeden Fall, es wäre eine Rennkollision gewesen. Aber auch teilweise hat man sich dann da ausgeredet, auf, dass es ja auch gestern eine 3-Plätze-Strafe für Russell gab, wo der Vorfall mit Sainz ja nicht so schlimm war. Deswegen hat man da eine 10-Sekunden-Strafe, aber natürlich, dass man die auch während dem Boxenstopp absetzen kann und auch im besten Fall, wenn man nicht mehr in die Box fährt, hinten dran setzen kann. Das natürlich war für Red Bull nichts, die haben Verstappen verloren, der ist dann auch in die Wand gefahren, also direkt, das war die mit über 300 und insgesamt 51 G ist er dann in die Wand gefahren, wurde natürlich dann ins Medical Center gebracht, wo er auch untersucht oder noch immer noch untersucht wird zu dem Zeitpunkt hier, also es ist Sonntagabend, 20 Uhr circa. Scheiße. Deswegen kann man nicht genau sagen, er sagt natürlich, hat er auch seinem Vater irgendwie aus dem Krankenhaus gesagt, obwohl es ihm den Umständen entsprechend natürlich noch nicht gut geht, dass Hamilton ihm keinen Platz gelassen hat, was ich natürlich ein bisschen blöd fand, weil sie natürlich, die waren fast gerade auf und auch Toto hat gesagt, dass es in gewissen Fällen da im Regular sogar steht, dass man dann nicht gerade auf sein muss, um innen zu sein und so weiter. Egal, also Diskussionen bringen nichts, die Strafe gibt 10 Sekunden Strafe, hat natürlich das Rennen ein bisschen beeinflusst, Leclerc ist dann durchgeflutscht, das war ja so ein bisschen das Komische und auch so ein bisschen dieser Fun-Fact, neuer Stand war dann halt Leclerc 1, Hamilton 2, der hatte natürlich einen Schaden am Flügel und auch am Reifen, ist aber nicht in die Box gefahren, weil, ja, in Runde 4 dann
Oder besser gesagt, nach Runde 3 zuerst Safety Car und dann Red Flag, weil die das Auto nicht wegbekommen haben. Ich glaube, es war noch unter Spannung oder so. Deswegen haben die da eher auf Safety gemacht, waren da fast 40 Minuten dran, das wegzuräumen, die ganzen Barrieren wieder aufzustellen und vierte Runde dann wieder stehender Restart. Und ja, Leclerc hat sich wirklich behaupten können. Beim Start weg ist er da viel besser weggekommen als Hamilton. Der musste da sogar kämpfen. Bottas wieder mit einem schlechten Start ist da wieder zurückgefallen. Und ja, wieder der Wheelspin natürlich. Dann auch Kurve 7 Ausgang, auch der gleiche Stelle, wo Hamilton einen Wegdreher hatte. Zuerst ist Vettel an Alonso vorbeigegangen, dann ist Alonso von außen gekommen und ja, Vettel ohne Fremdeinwirken hat ihn einfach weggedreht. Das war natürlich tragisch, aber kann man nichts ändern. Das war ein Fahrfehler. Dann bis Runde 15 ist nichts passiert und dann auf einmal kam so Engine Stop und so weiter, Funksprüche von Leclerc. Anscheinend hat da der Elektromotor ein bisschen gesponnen und der hat auch zeitweise eine halbe Sekunde verloren auf Hamilton, aber es war nicht viel, weil es zwei Sekunden waren. Und ja, dann haben aber Ferrari auch während des Rennens irgendwie wieder hingebracht, dass es ging. Und das war halt auch das Spannende, dass sie das wirklich so ferngesteuert irgendwie hinbekommen haben. Runde 21, die ersten gehen in die Box, auch unter anderem Norris war so der Erste, der so einen Undercut gegen, na Blödsinn, nicht einen Undercut, aber der wollte halt, ist halt als Erstes reingekommen, von der Spitze so. Er ist 6 Sekunden gestanden, dann hat man bei Mercedes natürlich die Lunte gewittert, hat ihn gleich eine Runde später reingeholt und natürlich bei den 6 Sekunden hat Bottas den locker und leicht überholt. Also das war natürlich klar. Hamilton geht in Runde 27 rein, 14,2 Sekunden Standzeit und das war natürlich der 6. Platz. Also nein, ich glaube der 5., 6.? Der 5. war es, genau, hier steht es, der 5. Runde 32, dann war auch Leclerc und alle anderen in der Box. Leclerc ist dann vorn geblieben, ganz knapp vor Bottas und der wiederum, auch eher so 5-6 Sekunden von Norris weg. Hamilton hat sich dann Norris geschnappt und ist dann auf den vierten Platz vorgefahren. Nein, das geht nicht. Also auf den dritten Platz vorgefahren. Ja. Also auf den dritten Platz vorgefahren. Dann kam ein Funkspruch. Der hat natürlich auch wieder ein bisschen alles verändert, indem man dann auch gesagt hat, setz dich nicht zur Wehr, lass Hamilton vorbei und so weiter, dass er aufholen kann. Bottas auch inzwischen hat dann ein bisschen geklagt über Blasenbildung und so weiter, weil die natürlich auch wegen den Norris früher reingeholt haben, dass die halt den Platz gut machen. Und das war halt so ein bisschen das Problem dann von Bottas. Der hatte gegen Ende wenig Reifen und auch hat sich aber dann doch mit dem dritten Platz behaupten können. Man hat ihn dann auch gesagt, lass ihn in Kurve 15 vorbei und so weiter. Exakt die Kurve und er hat sich natürlich dann auch dran gehalten, weil er natürlich auch das Cockpit für nächstes Jahr haben will. Und das ist natürlich eine Schweinerei. Es gab Stallorder dieses Jahr auch schon bei Red Bull, bei Perez und so weiter, lass ihn vorbei. Aber trotzdem, dieses ganze Wingman-Getue, ich meine, dann wäre es wahrscheinlich jetzt auch nicht zu dem Szenario gekommen. Runde 48 gehen wir dann weiter. Kimi dreht sich und also Perez und Kimi gehen miteinander in die vorletzte in Kurve 16 rein. Kurve 17 will Kimi dranbleiben, der dreht sich weg. Und ja, was soll man sagen, es war einfach ein dummer Versuch dran zu bleiben von Kimi. Dann Runde 50, nach wirklich langen Dranrobben, nach gut 10 Runden hat er es dann geschafft, Hamilton ist dann an Leclerc drangefahren und ganz provokant auch in Cops Corner, genau an der Stelle, wo vorhin, genau mit dem gleichen Manöver, wo vorhin mit Verstappen das passiert ist, hat er dann das Überholmanöver gegen Leclerc gemacht, hat das Rennen gewonnen und das hat natürlich die komplette Red Bull Community und so weiter auch vom Lance Fans ein bisschen, ja, ich würde sagen, aggressiv gemacht, aber schon in zwei Lager gespaltet. Und das finde ich natürlich sehr, sehr interessant. Wie ist eure Meinung? Hamilton schuld? Leclerc schuld? Und warum? Also es war auf jeden Fall ein mega spannendes Rennen. Wir gucken uns auch hier nochmal ein paar Statistiken an, bevor wir dann zur Benotung kommen. Wir gucken uns hier mal das Endergebnis an. Und wie gesagt, es war auf jeden Fall ein spannendes Rennen, aber ja, meins ist es nicht. Ich meine, das war so umstritten und auch teilweise so die Entscheidungen, die getroffen wurden, die sind halt echt, das macht den Formelsport kaputt teilweise. Und deswegen bin ich da auch nicht immer auf der Steward-Seite, auch mit den Entscheidungen. Dann haben wir hier das Endresümee.
Hamilton vor Leclerc und Bottas, natürlich, das hatten wir schon genug besprochen, aber auch, dass es Ricciardo mal ins Ziel geschafft hat und das nur einen Platz hinter seinen Teamkollegen, hätte ich nicht geglaubt. Das war ein gutes Rennen, gutes Wochenende überhaupt. Ricciardo richtig drin und richtig dabei bei der Musik. Fünfter Platz, mega. Natürlich, man muss sagen, dass Verstappen draußen war und auch, dass da vorne nicht alles rund lief. Trotzdem war es und auch Sainz natürlich nicht ganz das perfekte Wochenende hatte mit 10. Platz und so weiter. Aber ja, der war, hat auch ewig gekämpft um den Platz. Sainz trotzdem. Alonso auch erwähnenswert von 7 auf 7, aber bärenstarkes Rennen gefahren, der Junge, wirklich. Bärenstark und so so eine Leidenschaft, die dahinter gesteckt hat. Wirklich, das ist mega. Stroll auch gut, also wirklich super Rennen gefahren. Ocon dann auf 9 auch Punkte geholt. Wichtig für Alpine, die brauchen die Punkte, die Kohle für die Entwicklung. Dann Tsunoda und Gasly auch knapp beieinander und auch super. Wirklich, was soll man da sagen? Das war ein gutes Wochenende für Alfa Tauri. Ein Platz weiter oben und sie hätten beide Punkte geholt trotzdem. Russell auch, ich meine, der hat sich ein bisschen selbst verkackt im Sprint gestern Samstag. Trotzdem auch, ich meine, mit dem Williams auf 12 fahren ist keine Selbstverständlichkeit. Giovinazzi, ja, eh wie normal. Latifi auch erwähnenswert, weit oben. Räikkönen super. Perez, naja, Mazepin vor Schumacher. Und jetzt kommen und Vettel und Verstappen natürlich draußen. Gut. Und nun kommen wir natürlich zu dem, auf das alle warten, auf die guten alten Noten. Wir gucken hier mal ganz vorne, ja, auch wenn Hamilton natürlich den Win geholt hat und nach dem Crash eine mega sensationelle Aufholjagd, würde ich ihm nur eine 4 geben, wirklich. Also es war ein gutes Rennen, aber natürlich wird es umstritten sein. Sein Win, die 10 Plätze, die 10 Sekunden, kann natürlich alles nicht er dafür, aber den Crash an sich hat ja er mit Verstappen oder besser gesagt eher verursacht und deswegen, ja, wie soll ich sagen, das war natürlich nichts. Leclerc, mega gut, wirklich super Rennen, keiner hat mit dem Ferrari gerechnet, er wahrscheinlich selbst auch nicht und deswegen gibt es auch eine 1. Bottas, ich weiß nicht genau, ich kann mich bei ihm nicht genau entscheiden, er ist gut gefahren, aber auch der Start war teilweise echt cracked und dass das dreimal hintereinander passiert, dass der Start verkackt ist, würde ich fast sagen 2-3. Schreibe ich die Note hin, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Norris auf jeden Fall eine 1, mega gutes Rennen wieder von dem Jungen. Ricciardo eine 2, auch wenn er nah an Norris dran war, war er trotzdem chancenlos gegen die Leistung von ihm. Der war ja auch teilweise vor Bottas und nur durch den Boxenstopp hatte die Position verloren. Sainz, auch super Rennen. Ich meine, er konnte nichts für die Kollision im Sprint und deswegen eine 2 ist auf jeden Fall seine Not. Alonso auch super Rennen gefahren wieder, überhaupt von Sprint. Wir gehen auch teilweise vom ganzen Wochenende aus und da können wir auch nicht so hardcore mit den Noten umgehen. Und Alonso hat gestern am Samstag, ich bin immer gestern, weil heute Sonntag ist, im Sprint eine super Leistung geliefert, deswegen auch eine 1 wirklich. Auch im Rennen hat er gezeigt, welche Klasse in ihm steckt und er hat da wirklich nur beide Mercedes, einen Ferrari. Nein, beide Mercedes, beide Ferrari und beide McLaren vor sich. Also er ist sozusagen Best of the Rest von damals. Die Red Bull fehlen natürlich, aber dafür beide Ferrari und die sind ja auch um eine Ecke besser. Also Best of the Rest, dann Stroll, auch eine 1, wirklich. Er hat auch wieder gezeigt, was da alles drinsteckt. Ocon, eine 2. Es geht besser, aber natürlich hat er auch Punkte geholt fürs Team. Tsunoda, der ist im Qualifying immer ein bisschen zu gar und deswegen finde ich auch eine 2. Russell, ja, ich meine, er ist ein super Qualifying am Freitag gefahren, aber das Problem bei mir ist halt im Sprint und auch, ja gut, eine 2 muss drin sein, also, weil der Crash im Sprint darf nicht alles überschatten, die Leistung, die er aus dem Williams rausquetscht, ist einfach sensationell. Giovinazzi auch eine 2, Latifi für das, wo er eigentlich gestartet ist, hat er Räikkönen, Perez, Mazepin und Schumacher hinter sich gelassen und das für seine Verhältnisse ist ziemlich gut, würde ich sagen, also eine 1, ja, geben wir eine 1. Kimi eine 3, ich meine, als Weltmeister, solche blöden Fehler teilweise darf einem nicht passieren. Wirklich, also das darf nicht passieren. Perez eine 4. Ich meine, im Sprint, der Fehler war scheiße und auch im Rennen. Gut, er hat aber im Rennen gut draufgelegt. Eine 4 ist übertrieben. Wir geben ihm eine 3, weil es trotzdem ein super Rennen von ihm war. Mazepin eine 3, weil er auch gecrashed ist am Samstag im Sprint. Und, ja, Schumacher eine 2. Wirklich gut, auch wenn er letzter war. Ja, ich meine, es war jetzt nicht die beste Leistung. Ihr gebt mir noch eine 3. Wie würdet ihr benoten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf den WM-Stand. Leclerc auch Driver of the Day geworden. Verstappen führt da noch immer noch mit 8 Punkten Vorsprung. Dahinter Norris auf 3, der immer noch 5 Punkte von Bottas entfernt ist. Der rutscht da sogar rauf
Auch wenn Bottas da vor ihm kommt, Perez Abwärtstrend geht weiter. Achso, beide sind draufgerutscht, weil Perez ja heute keine Punkte geholt hat. 4 Punkte jetzt hinten. Leclerc und Sainz jetzt auch in den Punkten angekommen. Die kämpfen zwar nicht mehr um die Weltmeisterschaft mit, aber trotzdem geht es um eine gute Position. Ja, dann Ricciardo auch mit 50 Punkten, hat zwar halb so viele Punkte, nicht mal, wie sein Teamkollege, aber trotzdem. Gasly auch in den Punkten und auch Vettel 30 Punkte. Ich meine, das war halt heute nichts, gestern nichts, aber trotzdem. Es war ein super Rennen. Wie fandet ihr es? Wie habt ihr es aufgenommen? Wie habt ihr das Rennen aufgenommen? Ich fand es spannend, aber teilweise natürlich sehr umstritten. Also ein ziemlich crazy Grand Prix, aber das gab es ja auch letztes Jahr schon mit dem Reifenplatzern in den letzten Runden. Und ja, vielen Dank fürs Zugang, abonniert den Channel gern, kostenlos, lasst doch gerne einen Daumen da und schaut auch unbedingt gerne auf Instagram und TikTok vorbei, da wo wir auch auf spezielle Clips eingehen. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zugucken und ciao.